Ja, wir sind hier in Grein an der Donau. Es ist am Eingang zum Strudengau und es ist eine der schönsten Gegenden hier vor der Wachau, eben da im Strudengau. Und ein besonderes Highlight auf der Donau ist es, mit einem Boot die Donau oder den Strudengau hinauf und hinunter zu fahren. Und um dieses wunderschöne Gefühl selbstständig erleben zu dürfen, braucht man einen Bootsführerschein. Grein liegt am gefährlichsten Streckenabschnitt der gesamten 2888 Kilometer langen Donau. Und unsere Schule hat eben genau da den Standort. An nur einem Wochenende erlernen Sie die Kunst des Fahrens am Wasser. Einen Tag davon machen wir den theoretischen Unterricht im Seminarhotel Schüller, Aumühle. Und am zweiten Tag sind wir am Wasser unterwegs und machen die Praxisausbildung da heraußen in Grein. Natürlich ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung das Anfertigen von Knoten. Einen Knoten braucht man, wenn man im Hafen oder an einer Anlegestelle ein Boot verhiften will. Weiters machen wir natürlich sämtliche Manöver wie Aus- und Einfahren aus der Box oder seitlich anlegen an ein Objekt. Mann-über-Bord-Manöver in der Strömung. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, eine Schleuse unter Aufsicht mit uns zu machen. Wir arbeiten da sehr gut mit der Schleuse in Walsee zusammen. Prüfen lassen wir bei der Landesregierung in Oberösterreich. Dann ist man eigentlich gerüstet, um Schiffe manövrieren zu können, die mehr als 4,4 kW oder 6 PS motorisiert sind und eine Gesamtlänge von 10 Metern nicht überschreiten. Wir haben da ein sehr, sehr leichtgängiges Boot zusammengestellt, gemeinsam mit der Bootswerft Meier in Axbach. Und die Teilnehmer sagen uns immer wieder, mit denen tun wir sie richtig leicht. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir bieten Schleusenfahrten bei den Kursen gratis mit an, dann ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal, das eben die Schule auf Kurs da in Grein bietet. Und wir legen sehr, sehr viel Wert auf die Praxis. Und Sie erlernen bei uns die Kunst des Fahrens am Wasser. Wir von der Schiffsführerschule Hinterleitner bringen Sie auf Kurs.